Wie ist der Ablauf einer Zwangsvollstreckung in das hier ist der Schwerpunkt, unbewegliche Vermögen? Wie das geht beim beweglichen Vermögen, das haben wir uns angeschaut. Jetzt kommt die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen. Und da geht es um Immobilien. Das ist das Gleiche, ja. Immobilien nicht beweglich, mobil beweglich, immobil unbeweglich. Also sind wir bei Grundstücken und bei Gebäuden. Und jetzt kommt es sehr darauf an, welche Art von Grundstück und Gebäude das ist. Ist das zum Beispiel ein Mietshaus mit Mietern drin? Dann wird man anders damit verfahren, als wenn das das Haus ist, das der Schuldner selber bewohnt. Also drei Möglichkeiten gibt es. Einmal die Zwangshypothek. Die Zwangshypothek, die wird im Grundbuch eingetragen. Ja, die kommt ins Grundbuch. Wird zwangsweise eingetragen. Dann Zwangsversteigerung. Der Immobilie. Oder, und das ist mein Beispiel mit dem Mietshaus, Zwangsverwaltung. Ja, das Mietshaus mit den Mietern drin wird unter Zwangsverwaltung gestellt und der Gläubiger wird aus den Erlösen befriedigt. Ja, Gläubiger wird aus Erlösen befriedigt. Ja, das ist vielleicht die am wenigsten schmerzhafte Art hier, die Zwangsverwaltung. Für den Schuldner meine ich jetzt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.